passiert. Also wir sind so zwischen dem Kontrollorientierung und der partnerschaftlichen Gutgläubigkeit, dass wir natürlich eigentlich auf ihrer Seite stehen und wir sie nicht polizeiartig bearbeiten wollen. Bei Transfer, Fairtrade oder dem Fairtrade-System, also dem Siegelsystem, von dem hier eben die Rede ist, für das ich auch stehe, da hat man immerhin, ich sag mal, im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Anrecht darauf, dass das, was draußen draufsteht, auch wirklich innen drin ist. Und da hat man immerhin den, ich sag mal, den höchsten Sicherheitsgrad dafür geschaffen, indem man internationale Normen angewendet hat. Also die Organisation, die Kontrolle macht, ist nach ISO 65, sagt niemand etwas, aber ist einfach nach Standards akkreditiert, heißt das Fachwort wieder, die dann die höchsten Qualitätsstandards sind, wenn eine Organisation Zertifizierung ausüben will und ist der erste Sozialzertifizierer in der Welt, der so arbeitete. Und insofern ist das zunächst mal so eine gewisse Qualitätsgarantie an der Stelle. Was man sich nicht vorstellen darf, das ist häufig ja so die landläufige Vorstellung, dass wir hier ein System entwickeln, wir, da geht es schon los, wir machen es nicht. Im Flohsystem sind die Produzentenorganisationen wieder partnerschaftlich, gleichberechtigt in allen Entscheidungsgremien dabei. Das ist eine politische Innovation und absolute Novität und ist in keinem anderen System so. Das heißt, bei den Entscheidungen über Preise, über Kriterien, über Aufnahme und Ausschluss oder ähnliches sind immer die Produzentenorganisationen, die asiatischen, lateinamerikanischen, afrikanischen Organisationen dabei. Was, hier sind ja ein paar Leute, die mit Basisdemokratie Erfahrung haben, die Sache nicht unbedingt immer schneller und einfacher macht, aber trotzdem politisch, genau, interessanter und partizipativ auch in Ordnung ist. Insofern ist diese Entscheidung, was dort gemacht wird, mit dem wir den absoluten überlassen, den Genossenschaften. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Fairtrade-System Mindestkriterien gibt und dann auch sogenannte Entwicklungskriterien. Und die Zauberformel bei uns heißt eigentlich immer, wir zertifizieren nicht irgendeinen Zustand von irgendwelchen Produzentenorganisationen, sondern Zertifizierung für Entwicklung. Das heißt, diese Mindeststandards, zu denen gehört das Thema Kinderarbeit, natürlich Sklaverei, die müssen natürlich beim Einstieg ins System erfüllt sein. Wie das geht, reden wir auch vielleicht noch drüber. Und dann gibt es sozusagen in Abständen, und da wird dann gemeinschaftlich im Dialog mit den Betroffenen entwickelt, gibt es Entwicklungsziele. Das heißt, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, nach 3 Jahren bis zu 9 Jahren werden dann Entwicklungspläne zusammengemacht. Und dann geht man wieder hin und guckt, ob die Ziele erreicht sind. Wenn nicht, dann versucht man Unterstützungsstrukturen in Gang zu bringen. Es sind sogenannte Liaison Offices in den Regionen, wo diese Produzenten arbeiten, die mit Beratung bei Vertragsbildung, aber auch in der Frage von Anbaumethoden und dann versucht auch Schulung durchzuführen. Und diese Überprüfung in Anführungszeichen sind dann eben auch die, dass man sagt, wir überprüfen, ob gemeinsam definierte Entwicklungsziele erreicht werden. Wenn, und wir sind jetzt beim Thema Kinderarbeit, wenn dann Verstöße festgestellt werden, gibt es da sicherlich ganz schwere und welche, wo man einfach sagt, okay, da muss man dran arbeiten, dann können wir aber sagen, da geben wir die 3, 6 Monate was auch immer Zeit, um die Probleme zu beseitigen. Kinderarbeit ist nicht so ein Problem, sondern da würde man sofort sagen, wird sofort dann zu Flozert in Bonn zurückgemeldet, würde sofort suspendiert werden. Das heißt, innerhalb des Systems würde dann auch jeder, der bisher von da bezogen hat aus der Genossenschaft, wissen, dass da im Moment ein Stopp ist. Also da darf man nicht mehr mit zertifizierter Ware dann argumentieren. Und dann wird erstens eine Taskforce in Bonn, die für Kinderarbeit spezialisiert ist, informiert, die auch die Verhältnisse vor Ort kennen, mit diesen jeweiligen Liaison Officers in den Regionen, wird dann geredet und dann muss man eine spezifische Strategie finden. Also ich verrate überhaupt kein Geheimnis, dass 2010 in einer großen Kooperative, nicht in der Elfenbeinküste, entdeckt wurde, dass da Kinderarbeit stattfindet. Und das ist, im englischen Fernsehen war das relativ groß, weil da auch Cadbury und große Hersteller betroffen waren. Und da sind 2 Leute 6 Monate von Flozert runtergefahren und haben da an den Strukturen gearbeitet und haben dort in dem Sinne sozusagen durch Änderungen im Audit-System, also häufige unangemeldete Audits, ist so eine Strategie. Ne? Also man meldet sich nicht an, wenn man dort vorbeikommt, sondern geht einfach überraschend vorbei. Kontakte zu dort vor Ort ansässigen Entwicklungsorganisationen, auch Kinderrechtsorganisationen, haben sich Strukturen geschaffen, dass das abgestellt wird, um sozusagen, ja, dass die
für sich die höchste Philosophie an der Stelle, um möglichst das Interesse der Kinder über alles zu stellen. Also jetzt nicht einfach zu sagen, wie kommerzielle Anbieter früher häufig gesagt haben, okay, wenn da einer Kinderarbeit macht, dann werden einfach die Verträge storniert und fertig. Das führte, wie wir alle wissen, wahrscheinlich ja dazu, dass die Kinder ganz häufig in viel schlimmeren Lagen kamen. Also dann diese berühmte Harkin-Bill, die hier erwähnt wurde, das war so ein amerikanischer Senator, der 2000 im Bereich Teppichball irgendwann sagte, es dürfen keine Teppiche mit Kinderarbeit in die USA eingeführt werden. Daraufhin wurden in Bangladesch, glaube ich, 50.000 Kinderarbeiter auf die Straße geworfen und waren dann in der Kinderprostitution und in Landwirten beschäftigt. Also so passiert so etwas ja zum Teil, wenn man bei Kinderarbeit die falschen Reaktionen zeigt. Das heißt, Entwicklung eines Systems, wo dann die betroffenen Kinder tatsächlich auch in Bildungsprozesse und ja im Prinzip dann in Beschäftigung schon weiterarbeiten können, die aber ihre Gesundheit, ihre geistige Entwicklung nicht beeinträchtigen. Ich kriege ja Signale, dass ich zu guten Reden übrig. Ja, um mal kurz zu sagen, ich habe es gar nicht angekündigt, wir wollten jetzt hier nicht 3 Stunden reden, sondern wir hatten eigentlich gedacht, wir wollten jetzt noch kurz eine Diskussion. Ich wollte noch eine Runde hier fragen, dann vielleicht noch einige Reaktionen. Ansonsten würde ich aber sagen, dass wir spätestens eine halbe Stunde uns doch eher der Schokolade oder dem Samstagabend und sozusagen der Vorfreude auf den zweiten Advent orientieren sollten. Trotzdem eine Runde würde ich jetzt hier schon noch machen wollen zu der Frage, doch nochmal, wie groß ist die Verbrauchermacht, was kann man da eigentlich tun oder ist da nicht auch sehr viel Greenwashing oder so dabei? Um noch ein Beispiel zu nennen auf meiner Liste, natürlich ist es so, dass Starbucks beispielsweise nur zu 100% fair gehandelten Kaffee verkauft, auch hier in der Wilmersdorfer Straße. Und das finde ich auch wunderbar. Gleichzeitig finde ich nicht wunderbar, dass Starbucks eine sehr gute Steuerabteilung hat, die dafür sorgt, dass Starbucks eben an Körperschaftssteuer in Europa ganze 1% zahlt und sich ansonsten am Allgemeinwohl jetzt nicht weiter beteiligt. So, und also im Sinne von, natürlich benutzen sie das sehr stark auch als Marketinggeschichte für ihren Laden. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie insgesamt ein Unternehmen sind, was in der Art und Weise orientiert ist. So, und da ist man immer ein bisschen dazwischen sozusagen, wie geht denn das gute Leben im Falschen? Und da vielleicht noch eine Runde, weil eben das ja auch ein Thema von dir war, was du jedenfalls in der Runde, als wir gesprochen hatten, angesprochen hattest. Ja, also ich. Okay, zu Starbucks habe ich jetzt nicht viel zu sagen, aber ich denke einfach nur, dass wir als Konsumenten oder Konsumentinnen und besonders als Bürger und Bürgerinnen die Pflicht haben, unsere Macht zu nutzen und Einfluss auf die Politik zu nehmen und und noch zusätzlich auch zu hinterfragen und zu, wenn man einkaufen geht und wir stoßen ja ständig, und wir sind in der Textilindustrie, überall steckt irgendwas, das heißt, dass Kinderarbeit, also Menschen oder unwürdige Praktiken irgendwie stattfinden und letztendlich ist es halt so, das schlechte Gewissen und tatsächlich ist es halt so, dass wir unser Bewusstsein verändern können und auch darauf achten, wo wir einkaufen gehen und wie wir einkaufen gehen und was wir auch überhaupt einkaufen und es ist auch so, dass teilweise ist es ja auch so, dass vieles sehr teuer ist, aber das bedeutet nicht dadurch, dass es teuer ist, dass es dann halt irgendwie besser ist. Deswegen denke ich einfach, wir müssen einfach auf jeden Fall unsere Macht als Konsumenten nutzen. Finale kriegt das Schlusswort. Ich wollte dich nochmal fragen, zu der konkreten, also du hast jetzt nochmal sehr eindrucksvoll geschildert, wie es Sinn macht, sozusagen solche Standards durchzusetzen und wie es eben keinen Sinn macht. Trotzdem hatten wir in Berlin, bevor ich jetzt seit 2009 deutschen Bundestag war, war ich ja auch im Berliner Abgeordnetenhaus, da war ich wirtschaftspolitische Sprecherin, habe da das Berliner Vergabegesetz mit reformiert und dann hinterher mitbekommen mit Schrecken, dass eben es novelliert worden ist, dass es also unterhalb von 10.000 Euro das Thema Fair Trade als Vergabekriterium eben keine Rolle mehr spielt. So, und ich habe ja eben davon gesprochen, viel in dem Bereich, was es an Produkten gibt, ist ja nun mal unterhalb von 10.000 Euro. Nur Kaffee und Schokolade kostet keine 10.000 Euro. Trotzdem war damals auch im Rahmen der Anhörung zu diesem Vergabegesetz eben das Thema, wie soll denn die Vergabestelle das dann kontrollieren? Ne? Sie brauchen ja nicht nur sozusagen justiziable Kriterien, sondern wenn dann Anbieter
was anbieten und sagen, wir erfüllen die Kriterien, wie soll denn dann die Vergabestelle sicherstellen, dass sie dann auch tatsächlich die Kriterien erfüllen? Weil das Zertifikat gibt es ja eben für viele Dinge einfach nicht. Was würdest du denen antworten? Ja, im Moment ist es so, dass man ja nicht mal wirklich direkt konkret das Zertifikat nennen darf. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im öffentlichen Beschaffungsrecht würde es heißen, wir kaufen nur noch Kaffee mit Transfersiegeln, die eine Diskriminierung aller anderen Anbieter, die das Siegel nicht haben. Was man machen muss und auch macht und machen kann, ist die Kriterien, die inhaltlichen, die Transfer ausmachen, als Vergabeanforderungen zu definieren. Und dann trifft das zufällig mit den Siegeleigenschaften zusammen und dann kriegt man Kaffee den Siegel. Also ungefähr ist ja, glaube ich, die Kurve an der Stelle. Ich habe da mehr Probleme als Lösungen an der Stelle, weil es geht eben darum, dass eigentlich die Kriterien ja im Zentrum stehen, also die Erfüllung der Kriterien der ökologischen, sozialen, die wir alle da im Sinn haben an der Stelle. Und es, wie Renate Kühners schon sagte, beim Bio-Siegel gelungen ist, da mal so einen gesetzlichen Mindeststandard europaweit ab ihrer künftigen Mitwirkung dort zu definieren. Bei Fairtrade gibt es das nicht. Also im Moment haben wir ja leider eine ganz, ganz ungesunde Siegelkonkurrenz der Sozialsiegel. Ich darf es nochmal sagen, also das trifft dann natürlich auf den Beschaffer zu. Ne? Wo soll der eher wissen, welches Produkt, mit welchem Siegel dann am Ende womöglich die Kriterien wirklich erfüllt, die er im Sinn hat. Es gibt vom Bundesministerium für Entwicklung, den Kompass Nachhaltigkeit, das ist eine Datenbank, wo die Idee ist, dass alle möglichen Standards, 50 oder 55, dort mit ihren Kriterien aufgeführt sind und dass der Beschaffer, der nach Produkten sucht, einfach nur reinguckt und sagt, die Kriterien sind mir wichtig und dann kriegt er raus in der jeweiligen Warengruppe, wo es denn ein Zertifikat gibt, das ihm zusichert, dass das dann auch erfüllt wird. Und das Schreckliche ist, dass da überhaupt nicht irgendwie qualitativ unterschieden wird. Also ich hatte vorhin schon einfach nochmal gesagt, die Tatsache, dass beim Fairtrade-Siegel Governance, sagt man glaube ich auf Neudeutsch, also die Entscheidungsstrukturen in dem System so sind, dass die Betroffenen mitentscheiden können, das so originell, hat kein anderer. Die Tatsache, dass eine Fairtrade-Prämie gezahlt wird, das ist ja so entscheidend, wenn ich sag mal jetzt noch einen anderen Namen, also nehme ich mal Rainforest Alliance, ein Siegel, das auch einige wahrscheinlich kennen. Nee, das ist ein klassisches Marktmodell. Da geht eben wirklich ein Auditor hin und sagt, erfüllen unsere Standards. Wenn ihr die erfüllt, dürft ihr unsere Siegel verwenden und dann werdet ihr nachher am Markt wahrscheinlich, wenn ihr Glück habt, belohnt, weil euer Umsatz, euer Absatz und damit euer Umsatz steigt. Das ist ein Marktmodell, unter dem die Produzenten 400 Jahre lang gelitten haben. Beim Fairtrade-System, wo eine Fairtrade-Prämie gezahlt wird, da kriegen die von Anfang an die ökonomischen Ressourcen, die zur Umstellung dann auch notwendig sind. Also die Kosten, die es macht, auf Bio umzustellen zum Beispiel, die werden sofort bezahlt. Und sie werden dann eben auch, und das ist ja auch nochmal so eine Leistung, 60% als Vorauskasse. Das heißt, ich kann die Gelder vorausbekommen, bevor die Lieferung gekommen ist, um dann auch die Kosten tragen zu können. Insofern ist für mich an der Stelle im Moment eine unselige Siegelkonkurrenz. Also es gibt eben ganz viele Private, die sagen, ich bin auch irgendwie ein bisschen fair. Oder es gibt ganz viele Umweltsiegel, die nach drei Sozialkriterien dazu gehen, ich bin eigentlich auch nachhaltig. Also dieser ganze ungeklärte Begriffswirrwarr, mit dem, vielleicht hat irgendjemand eine der letzten Ökotesthefte gesehen, mit diesen 36 verschiedenen Siegeln, die alle irgendwie Nachhaltigkeit signalisieren sollen. Und da ist der Ökotest dann Werten durchgegangen, da ist auch nochmal die Rot-Gelb-Grün an der Stelle. Aber wenn wir schon, ich sage mal einfach pauschal, wenn wir da schon nicht durchsteigen, wie soll der einzelne Verbraucher, die Verbraucherin da noch durchsteigen? Das ist aber für meinen Begriff unbedingt notwendig, weil es gibt eben qualitative Unterschiede in solchen Standardisierungs- und Zertifizierungssystemen, die über Ja oder Nein entscheiden müssen. Und im Moment ist die öffentliche Beschaffung auf dem Trip, ich sage es mal ganz frech, zu sagen, wer die meisten Kriterien hat, das ist das beste Siegel. Und da muss ich überhaupt nicht darum, ob die umgesetzt werden und inwieweit die politisch wirklich wirken. Also, Fairtrade macht jetzt eine unglaubliche Anzahl von Wirkungsstudien, um nachzuweisen, dass tatsächlich die intendierten Wirkungen bei den Produzenten dort wirklich eintreten. Aber sehr schwierig, weil man natürlich dann im Prinzip also schon als ehrliche Haut, ja, wie gesagt, wir wirken wirklich, natürlich dann gegenüber Werbemillionen von großen Kaffeefirmen nicht unbedingt kommunikativ sich durchsetzt.
Das schreit ja echt nach einer erfahrenen Verbraucherschutzministerin, die kein leichtes Wort bekommt, aber sie rascht uns zwar direkt darauf. Und jetzt noch zwischendurch eine Publikumsrunde und dann hast du die Möglichkeit, einen. Ja, das ist ganz lieb. Ich fällt jetzt auch direkt in das Thema Astrid Schneider, auch ehemalige Verbraucherpolitik-Sprecherin hier im Abgeordnetenhaus, aber blieb trotzdem nicht ganz durch, deswegen sage ich das dazu. Die Frage richtet sich dann eigentlich an euch zwei, vielleicht auch an Renate, deswegen passt das ganz gut zwischendrin. Ich frage mich jetzt gerade zum Beispiel Bio-Schokolade und auch zum Teil vielleicht mit sogar noch höheren Demeter-Siegeln oder anderen. Ich nehme jetzt mal eine Bio-Schokolade von Rapunzel oder Ähnlichem. Halten die wenigstens diese Kindersklaven-Geschichte irgendwie ein? Halten die auch gewisse Sozialstandards ein? Und wie überschneidet ihr euch? Es gibt ja zum Teil Fairtrade-Produkte, die kein Bio-Siegel haben. Zum Teil gibt es Produkte, die haben beide Siegel, also Fairtrade und Bio-Siegel. Und gerade bei Schokolade und Kaffee oft auch Sorten, die haben Bio, aber kein Fairtrade. Aber vielleicht, Renate, weil das so schön auf deine Antwort passen würde, wenn du das mit Band hast. Ich möchte nochmal auch wieder ganz zu dem Anfang der Diskussion. Karianne Asano, ich habe ein Fairtrade-Geschäft und wurde hier in Charlottenburg gelassen. Ich möchte nochmal ganz wieder zu dem Anfang der Diskussion zurückkommen, nämlich inwieweit, also es ist ja wirklich undurchschaubar mit Fairtrade-Siegel und die Siegel und was das kostet und dies und jenes. Seit über 30 Jahren gibt es überhaupt Fairtrade-Gesellschaften. Und wir haben die ersten Bioläden vor 30, 40 Jahren sozusagen in Berlin aufgezogen. Und was hat das alles gebracht? Im Grunde genommen, glaube ich, ist das nicht mehr der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass wir eine Wirtschaftsdiktatur haben von großen Betrieben, die der Politik diktieren, die den Menschen diktieren, wie sie zu produzieren und zu leben haben. Und wir müssen langsam mal überlegen, was können wir dagegen machen? Weil diese ganzen schönen Diskussionen, welche Schokolade wir kaufen können und so weiter, das ist alles wunderbar, aber das ändert überhaupt nichts. Das ist meine Lebenserfahrung. Ich hätte doch noch eine Rückfrage, aber trotzdem sind Sie noch in dem Bereich engagiert. Also offenbar haben Sie noch nicht völlig den Mut verloren. Ja, so ist das, ja. Gut, okay. Großer Name, ich bin der Vorsitzende von der Ethikart für Deutschland EG. Das ist auch gut, man ist super. Ich möchte noch zwei Aspekte natürlich auch noch sagen. Eine Sache, die diesem Film auch ein bisschen unterging, aber die gerade im Rahmen Fairtrade wichtig ist, das ist, wer produziert was. Es waren ja fast alles Plantagenbesitzer, Privatbesitzer. Im Fairtrade-Bereich wird meistens von Genossenschaften produziert. Ich glaube, Schokolade gibt es noch keine Plantagen. Ne? Das muss man auch mal bedenken. Ne? Also ich denke, da ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht nur guckt auf das Ziel, sondern auch, was sie dahinter. Ne? Also das gibt, das sind ja ungeheure Reichtümer, die in diesen Ländern produziert werden, die aber wenigen zugute kommen. Und eben hat eben solche kranken Strukturen, wie zum Beispiel diese gierigen Menschen, die also noch gierig so gierig sind, dass sie die kleinen Kinder ausbeuten. Ne? Das kann eben nur passieren, wenn es eben sich um Privatunternehmer, um Großplantagen handelt. Ich denke, in einer Genossenschaft ist eher die Ausnahme. Und gerade nochmal gesagt, wir sind am Ende des Jahres der Genossenschaften jetzt. Vielleicht sollte man auch diesen Aspekt nochmal in die Diskussion reinbringen. Danke. So. Ja, Brunner, ich zwei Fragen. Einmal wollte ich fragen an Transfer, welche Rolle spielen Gewerkschaften bei Transfer? Und dann nochmal vielleicht auch im Anschluss daran fragen, welche Sanktionsmöglichkeiten denn die deutsche oder europäische Politik gegenüber großen Unternehmen hat. Zuerst unsere Vorbereitung, vor allem du zuerst und dann die Ankündigung. Ja, weil ich es eben noch so im Ohr habe.
Gewerkschaften, es wird einmal bei den Sozialkriterien natürlich versucht, möglichst dicht an den Forderungen, die auch die gewerkschaftlichen Forderungen sind, zu bleiben. Also die ILO, Kernarbeitsnormen und die anderen Normen werden berücksichtigt. Es gab, und das schwingt vielleicht in der Frage so ein bisschen mit, bei dem Übergang von bei Tee, das ist jetzt nochmal die Frage zu den Kleinbauern, ne? Also bei Tee gibt es im Prinzip ja keine Kleinbauern, die Tee anbauen. Das heißt also als okay, aber da ist dann sozusagen der Bruch passiert. Im Kaffeebereich ist ja tatsächlich nur auf Kaffee-Kleinbauern orientiert, auf Genossenschaften. Beim Tee war es, und das muss ich lügen, 94 oder wann sind Teekriterien entwickelt worden, und hat man gesagt, eigentlich, wir können jetzt nicht eine soziale Gruppe in der Welt völlig ausnehmen, weil die Organisationsform da nicht möglich ist. Und da war ja erstmals der Moment, wo man sagt, wir haben auch Plantagenkriterien, und da wurde dieses Kriterium aufgebaut, die sogenannten Joint Bodies. Das heißt also, dass da das Management und die Arbeitnehmerschaft zusammen ein Gremium bilden, die dann über die gemeinschaftliche, im Sinne der Gemeinschaft, Verwendung der Prämie befinden. Da passieren auch solche Sachen, dass noch nicht Altersvorsorgesysteme oder Ähnliches passiert werden, weil es doch manchmal ganz schon ganz schöne Geldsummen sind, wo es sich lohnt, so zu investieren. Und da ist in der Tat eine kleine Verstimmung zur Gewerkschaftsbewegung damals aufgetreten, da die ein bisschen sagte, die Gewerkschaftsbewegung, das kann aber nicht oder ist womöglich eine Alternative oder Parallelorganisation zu unserer Betriebsweite-Ideen, dass der jetzt auf andere Weise nochmal versucht, die Arbeitnehmerschaft zu organisieren, um ihre Interessen wahrzunehmen. In der Tat, davon hat sich das Fairtrade-System noch nicht und nie ganz erholt an der Stelle, aber auf der höchsten Ebene, also bei Standard-Setting, sage ich mal, also diese Gremien, die wirklich dann die Standards, also Kriterien, sozialen Kriterien entwickeln, aber auch bei Pilotprojekten wie etwa im Textilbereich, wo man ja klassischerweise erstmal nur die Baumwolle zertifiziert, dann aber sagt, wie soll es in der Kette weitergehen, also mit den Näheren und Ähnliches, da sind überall in den Projekten dann immer auch die Gewerkschaften einbezogen. Die sind nicht Teil des Systems, aber sie sind selbstverständlich ein ganz wichtiger Player, der bei Sozialkriterien versucht wird, so gut wie möglich zu beachten. Ja. Die Rapunzel-Schokolade war noch die Frage. Rapunzel? Das kann man dann auch. Da kommt hier Frau Rapunzel. Also wirklich! Jetzt kommen wir zu den Fragen, die jetzt am Ende kamen. Ich muss was grundsätzlich beschreiben. Ich habe ja mal vor Jahren am Tag gesagt und damit schon eine Menge Leute provoziert, Klasse statt Masse. Ja, da haben sich schon einige aufgeregt. Warum? Weil je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr merkt man, dass es fast weltweit seit Jahrzehnten das Leitmotto gibt, wachse oder weiche. Also entweder wird ein Betrieb immer größer, immer mehr Hektar oder immer mehr Tiere auf einer eigenen Fläche. Ja. Wachse oder weiche ist das Motto gewesen. Immer mehr, sozusagen, die Kuh soll mehr Leistung bringen. Ja. Also vor 10 Jahren war man noch glücklich mit einer 7.000 bis 8.000 Liter Kuh pro Jahr. Jetzt soll sie 10.000 Liter bringen. Das hört sich geradezu unanständig an. Jeder Hektar Ackerboden soll immer mehr Ertrag bringen. Deshalb wird gedüngt ohne Ende mit mineralischen, chemisch hergestellten, sehr energieintensiv hergestellten Düngemitteln, die auch ihren Teil zum CO2-Ausstoß sozusagen in der Produktion beitragen. Es gibt immer mehr Herbizide, Pestizide, Fungizide, die gegen irgendwelche Käfer, Pilze und sonst wie sogenanntes Unkraut und so, oder Beikräuter sozusagen helfen. Also immer mehr davon. Ja. Das ist sozusagen das Motto, das weltweit betrieben ist. Dahinter stecken eine kleine Gruppe von Saatgutkonzernen und Unternehmen, Monsanto kennt jeder, die tatsächlich Patente auf Saatgut haben, das weiterentwickeln, manchmal gentechnisch verändert, die gleichzeitig aber ein Chemiekonzern sind, weil sie die dazu passende Chemikalie, sagen wir Unkrautvernichter und so weiter, dazu herstellen. Ihr habt alle inzwischen viel schon von Glyphosat gelesen, was Monsanto macht, was wirklich gentoxisch ins Mistbildung auswirkt, Karzinogen ist und. Also es hat insgesamt eine Entwicklung gegeben, wo ich sage, je mehr man darauf guckt, desto mehr habe ich das Gefühl, das ist richtig unanständig. Das ist richtig Raubbau an der Erde, am Boden, der irgendwann überdüngt ist und total ausgenutzt. Ich will dabei sagen, dass es ja mittlerweile schon so weit ist, dass man diese Stoffe alle selbst in der Nord- und Ostsee wiederfindet und wir das Algenwachstum tatsächlich
damit fördern. Und es ist nicht nur das, dieses, dass Masse vorne steht, statt Klasse und statt Erhalt von Boden, sondern es ist auch, dass die Welt WTO sozusagen daneben ein Wirtschaftssystem aufgebaut hat. Sie erinnern sich alle sicherlich noch an Seattle damals und die sozusagen Attac-Gründung, wo alle auf der Straße waren, kämpften, viele Jahre später Genua, wo vielleicht viele noch gedacht haben, was sind denn das für Leute? Man will weltweit Handel und Wandel treiben, ist doch eigentlich schön, warum regen sich da einige auf und machen die Straßen von Seattle unsicher? Aber sie hatten recht, da fing sozusagen die Gegenwehr an, sie hatten recht, weil man sich, weil nämlich sonst die Staaten etwas damals gegründet haben, was sie selber entmachtet hat. Diese Welt World Trade Organization, die ihre eigenen Regeln hat und die eingrenzt, die Handlungsmöglichkeiten ihrer Mitglieder national noch was zu regeln. Nach der WTO darfst du bestimmte Dinge nur, ja, nur bestimmte Subventionen haben, andere darfst du nicht haben. Du darfst etwas nur dann verbieten, wenn die WTO-Staaten miteinander diese Untersuchungen anerkennen. Wenn wir hier eine Untersuchung haben, die sagt, Antibiotika im Fleisch mit Rückständen und wir essen es nachher, ist ungesund. Und dieses WTO-Gericht, nenne ich es mal, sagt, das erkenne ich nicht an, das war keine gute Studie. Da musst du dich jahrzehntelang damit beschäftigen, eine Studie zu kriegen oder mehrere, die bei der WTO auch anerkennen. Sonst, wenn du das nicht nimmst, wie wir zum Beispiel kein Hormonfleisch aus den USA importieren, kriegst du dann ein sogenanntes Panel, also ein Gerichtsverfahren, wo sie, wenn sie das die USA das bis zu Ende treibt, wir Millionen Strafen zahlen müssen, weil wir uns ja nicht an diese Regeln dort halten. Also das ist fast krakenartig einmal rund um die Welt gespannt. Das ist das Grundsystem. Und wenn Sie, deshalb verstehe ich Ihren Ärger und Zorn auch, jetzt kommen wir aber gleich zum Aber. Also das sind die Dinge, die da drumherum sind, mit einem, sagen wir, wahnsinnig mühsamen Geschäft. Die würden am Ende am liebsten alles Nationale abschaffen, Hauptsache sie können sich um Globus bewegen, dann wird nur gedealt, wer darf wohin. Und wenn ein westafrikanischer Staat Baumwolle irgendwo hinschicken will, stellt er fest, da haben bessere Importkonditionen, hat die US-Baumwolle immer schon. Egal wohin. So dass ein afrikanischer Staat, die könnten sie bei verhungern, wenn sie ihre Baumwolle nach Europa exportieren, weil die USA immer schon die Finger drauf hat. Also das sind so, ja, und sich bei der WTO früher was erkämpft hat. Genauso ist dann irgendwann mal, haben afrikanische Staaten zugelassen, dass wir auch noch zuhauf Schweinefleisch nach Afrika schicken, mit dem Ergebnis, dass lange Zeit hier noch das Schweinefleisch, das hier fast überflüssig war, mit Exportsubventionen runtergepreist wurde. Und dann kommt es auf den westafrikanischen Markt und da ist das europäische Schweinefleisch billiger als das Schweinefleisch, das eine afrikanische Familie sozusagen mit nach dem Motto zwei Schweine im Jahr schlachte ich, verkaufe es in der Stadt. Das beste Fleisch, ja, um da mal ein bisschen an Bargeld zu kommen, dieses Fleisch ist dann faktisch teurer als das, was wir dahin subventionieren im wilden Wahn. Das ist die Realität. Aber ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, ich lasse mich jetzt irgendwie da an der Stelle klein machen, sondern ich sage, das ist ein falsches System. Und zwar stinkt mich dieser WTO, diese Art des Handels mit den Regeln an, genauso wie ich nicht akzeptieren kann, dass wir Raubbau betreiben. Raubbau an unserem eigenen Luft, Wasser und Boden, sodass sozusagen die heute klein sind, angesichts des Klimawandels, der Wüstenausdehnung, der Wetterextreme, haben die von Tag zu Tag weniger Ackerland, mit dem sie sich ernähren können. Wir haben aber von Tag zu Tag mehr Menschen. Wir werden 2050 nicht 7, sondern 9 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Wie ernähren die sich? Ich sage, wie ernähren die sich und nicht wie ernähren wir sie? Also es soll nicht weiterhin so eine Exportnummer sein, ja? Wir bauen Futtersoja in Argentinien und in Brasilien an und es geht dann in die USA als Futter, nach Europa als Futter und mittlerweile zuhauf nach China als Futter, weil die ja jetzt die Fleischesser westliche Lebensweise auch nachspielen. Ja? Das ist doch Diebstahl an Land. Das ist so ein virtueller Landraub, nicht wie früher Kolonialpolitik, wir gehen mit Soldaten dahin, sondern wir haben es belegt, indem Futtersoja dort hergestellt wird. Die haben selber gar kein Land mehr. Zu miesen Löhnen am Ende auch noch, von denen sie gar nicht leben kann und teilweise dann noch so in Ernährungsprogramme mit rein müssen. So, jetzt heißt es doch, also was sind die Stellen, an denen wir was verändern können? Ich habe nicht die Haltung, wir haben als Grüne nicht die Haltung, dass wir sagen, so ist es gelaufen und so bleibt es jetzt. Nee, wir haben gemerkt, dass in der Landwirtschaft die sogenannte grüne Revolution, das war nicht unsere, sondern das war der Titel der Chemie- und Saatgutkonzerne,
Die haben gesagt, eine grüne Revolution, jetzt wächst mehr, haben sie behauptet, mit ihren Patenten und ihrer Chemie. Und dem müssen wir doch was entgegensetzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es eben mehrere Ebenen gibt. Also an all diesen Stellen was verändern. Monsanto das Geschäft versemmeln, indem wir hier gegen Agrogentechnik sind. Und da haben wir gute Sachen gemacht. Wir haben ein brillantes Gesetz in Deutschland. Das ist so gut, dass jeder Kleingartensiedlung 3 Samen Mais ausbringt. Und da sie dann Mais ernten wollen, haben sie den Anspruch, in öffentliche Register zu gucken, ob irgendwo ein Bauer Gentechnik anbaut. Ja, und können schon eine NGO dagegen gründen. Also, ja, dafür war das Gesetz gut. Das hatte damals Clement nicht gemerkt, was der einzige wichtige Paragraph in dem Ding war. Ja, und das ist wirklich, dass Deutschland da so eine Art gallisches Dorf ist, das ist auch wichtig für Europa und die EU, dass da sozusagen Gegendruck ist und dass die nicht einfach schlank weg ihr Zeug machen können. Und so, glaube ich, gibt es ein paar andere Sachen. Muss man bei der WTO kämpfen, muss man dafür kämpfen, dass die Europäische Union, das wäre jetzt so ein nächster Punkt, weil du das angesprochen hast. Die Europäische Union hat eine Verordnung, eine EU-Öko-Verordnung, die sozusagen für die Europäische Union Kriterien für Bio sozusagen festlegt. Was ist es mindestens, eine Erkennbarkeit zu und dazu auch mal Forschungsgelder und alles, was rausgeht. Das müsste man jetzt auch anfangen, dass es auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene Kriterien für fairen Handel gibt. Weil du ja angesprochen hattest mit, ja, wie viel hatten sie bei Ökotest? Ich weiß nicht, 40, 50? Über 30 Zeichen blicke ich auch nicht durch. Ich nehme dann immer nur die 1, 2, die ich kenne, Fairtrade und GEPA, weil den Rest würde ich auch nicht nachdenken. Das ist auch mir zu kompliziert. Aber wir müssten jetzt eigentlich, und das ist ein wirklich mehrjähriger Prozess, sagen, wir wollen Mindeststandards für Fairtrade auf europäischer Ebene, das ist ein Markt von 450 Millionen Konsumenten, und dann auch sagen, so, und nur der darf sich auch so nennen und damit Werbung machen. Warum? Weil unser Anspruch ist, dass Werbung nicht lügt. Ob das jetzt, wenn man behauptet, dass es fair ist, oder ob man bei den Hühnern es so aussieht, als wären sie über die Wiese gelaufen. Ne? Dabei sind sie im Käfig, haben sie ihr Leben gefristet. Es ist immer so, Werbung darf nicht lügen. Das wäre zum Beispiel ein Machtpunkt, wenn plötzlich für alle Konsumenten hier, jeder, wo irgendwo fürchten muss, dass Greenpeace, Foodwatch, Öko-Institut, wer immer vor Ort eine Kontrolle macht und sagt, ihr behauptet, das sei Fair Trade, hier sind die 5 Familien, die von den Lohn nicht leben können. Also das ist so ein Machtinstrument. Also das sind zum Beispiel Dinge, was würde ich anpacken, wenn wir 2013 ne, das hinkriegen, was wir hinkriegen wollen, nämlich Grün mit Rot zusammen die Mehrheit stellen im Bundestag, dann wäre das so ein Punkt zu sagen, das dauert ja Jahre, bis du das aufgebaut hast. Und das hat mehreres, das hat die Marktmacht Europas, das hat aber auch, weil es für Konsumenten dann klarer ist, die Marktmacht der Konsumenten am Ende. Und ich bin übrigens überzeugt von Labeln und Siegeln an der Stelle. Warum? Weil es die Erkennbarkeit und das Verbraucherverhalten verändern kann. Das löst noch nicht gleich alle Probleme, aber es ist, wie man so schön sagt, zack, hast du einen Fuß in der Tür. Und wie gut solche Kennzeichen sind, erkennt man daran, wie die andere Seite reagiert. Beim Biosiegel haben sie damals sich lustig gemacht, ja, so. Aber sie fürchten es am Ende wie der Teufel das Weihwasser und man sieht ja, wie viele mittlerweile Bio in ihr Sortiment aufnehmen. Weil sie merken, die Kunden suchen danach. Sie möchten ohne Gentechnik und ohne Chemie. Und das ist Bio, zu sagen. Warum haben sie sich wie die Zicke am Strick gegen sowas wie eine Nährwertampel auf Lebensmitteln? Das ist jetzt ein anderes Thema, aber die Frage ist, etwas Grundlebensmittel zum Gutteil zu genießen oder Süßigkeiten. Sie fürchten sich, weil unsere lebensmittelverarbeitende Industrie eigentlich eine Zuckerindustrie ist. Ja, Kellogg's Cornflakes, das gute Frühstück für ihr Kind. Sie könnten ihrem Kind auch eine halbe Tafel Schokolade auf den Tisch legen zum Frühstück. Das ist eine Süßigkeit. Deshalb fürchten sie das und behaupten immer, wenn man so eine Ampelkennzeichnung mit roten, gelben oder grünen Punkt hätte, würde man Schokolade und anderes diskriminieren. Wir wissen, dass Schokolade auch Zucker hat. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass viele Dinge, die angeblich gut sein sollen, zum Frühstück und tagsüber, eben plötzlich einen roten Punkt hätten. Ja, in Maßen einmal am Tag zu genießen. So, und der nächste Punkt wäre jetzt aus einem Fairtrade-Zeichen das Gleiche, also auch was Erkennbares, sag ich mal, zu machen, als zweiter Punkt nach einem Biosiegel. Und für mich würde dafür übrigens auch gehören der Punkt, dass man das ganze öffentliche Fördersystem entsprechend umstellt. Also auf der einen Seite die 300 Milliarden Euro, die wir an öffentlicher Beschaffung haben, mit anderen Kriterien, du hast gesagt, man muss die Kriterien nicht nach Siegeln nennen, ne? Logisch, versieht, und zwar in allen Bereichen, quasi von Lebensmitteln bis Holz. Und dass man, wenn man solche Regelungen hat, also ein Fair Trade
Level und Bezeichnung auf europäischer Ebene, kann man daraus, daran auch andocken, die öffentlichen Gelder. Wir sagen ja immer, öffentliche Gelder nur für öffentliche Güter. Dann kannst du nicht für konventionelles, mit Sklavenarbeit, mit viel Chemie und so viel öffentliches Geld geben, sondern das öffentliche Geld muss umgeleitet werden in, die kriegen mehr als andere. Oder das fördern wir. Solche Programme fördern wir, solche Anbauweisen und so weiter fördern wir. Und das Gute ist, dass ich glaube sogar, mein letzter Gedanke, ihr werdet euch wundern, aber man könnte damit sogar mit einem Teil der Bauernschaft in Europa ein Bündnis schließen. Weil die Bauern in Europa leiden auch unter Nestlé, Lebensmittelkonzernen und. Weil die kriegen teilweise für Milch auch einen Preis, der nicht den Produktionskosten entspricht. Insofern könnte man da schamlos ganz neue Arten von Bündnissen schließen, damit tatsächlich fair sich auf unserem Tisch umsetzt. Denken kriege ich das Mikrofon. Also diese politische Intervention hat natürlich meine linke Hirnhälfte stark aktiviert an der Stelle. Was im Moment politisch eine Vorbedingung wäre, dass das alles klappt. Du hast eben gesagt, da kann der Greenpeace oder wer auch immer dann mal hingehen und sagen, stimmt, die Produktionsbestimmung nicht. Das kann sie übrigens nur, wenn sie wissen, wo wirklich produziert wird. Und das wollte ich einfach nochmal deutlich sagen. Im Moment läuft auf EU-Ebene ein Richtlinienentwurf zur Offenlegung von sozialen und ökologischen Kriterien durch Unternehmen, wo die deutsche Bundesregierung im Verein mit BDI und BDA absolute Blockade macht und sagt, das muss immer alles freiwillig bleiben. Und wir, ich glaube, es gibt auch einige andere Parteien noch, die nicht gerade schwarz-gelb sind, haben sehr deutlich schon gemacht, dass das eigentlich, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen herzustellen, eine verpflichtende gesetzliche Regelung sein muss, dass die Unternehmen ihre Zulieferkette offenlegen, sodass wir wirklich die Chance haben, da mal zu gucken, wie etwa in Bangladesch stimmt das denn, sind dann da vielleicht Sicherheitsstandards verletzt und hat das dann Folgen für, auch für unseren Einkauf, für die öffentliche Schaffung, für unser Investitionsverhalten. Denn Transparenz ist ein politisches Druckmittel und das brauchen wir dann unbedingt, damit diese Figur überhaupt klappt. Das läuft gerade. Das Zweite, was läuft, ist die UN-Menschenrechte, die Leitlinien. Da sollte eigentlich jeder europäische Mitgliedstaat bis Ende dieses Jahres einen Aktionsplan zur Umsetzung entwickelt haben. In der Bundesrepublik ist nicht mal irgendjemand zuständig dafür. Also wenn ihr noch mal Stoff für Kampagnen braucht, können wir gerne Arm in Arm da über die Straße marschieren. Prima, dann hoffen wir mal, dass die aktuelle Bundesregierung dieses Thema mit dem Offenlegen blockiert bis zum September 2013 und dass diese Richtlinie sozusagen noch im Verfahren ist, wenn es zu einer anderen Bundesregierung. Ach so, das hört sich gerade komisch an, aber das hört sich so an, wie sollte es sich entscheiden. Aber der Punkt ist, wenn es abgelehnt hätten und endgültig entschieden hätten, wäre sie weg. Genau. So, deswegen brauchen wir sie noch. Deswegen brauchen wir diese Richtlinie noch seit September 2013 und natürlich vor dem vernünftiges Wahlergebnis 2013. Und dann versprechen wir auch, uns sofort um das Thema zu kümmern. So. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitdiskutantinnen hier vorne. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie heute am Samstag hier hingekommen sind. Und ich hoffe, dass Sie uns in Ruhe bleiben. Diese Räume jedenfalls sind jetzt hier neu im Angebot. Und wir werden auf jeden Fall auch weitere Diskussionsveranstaltungen hier machen. Sie sind auch gut erreichbar. Es gibt hier noch Schokolade zu kaufen, wenn das der eine oder die andere machen möchte. Und wenn die eine oder andere auch eine eingeladen werden möchte zu weiteren Veranstaltungen, dann lege ich jetzt auch noch einen Zettel aus, wo man eine E-Mail-Adresse oder eine Adresse aufschreiben kann, damit man auch weiter Verteilerin bleiben kann. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Danke.